Ein weißer Kubus mitten im Lehmbruck-Museum. Was von außen unscheinbar wirkt, birgt im Inneren eine Erfahrung der besonderen Art. An Boden, Decke und Wänden. Sie lassen bei dem Besucher ein Gefühl von Desorientierung aufkommen. Deep in the ocean, dead and kissed away. Where innocence is burning in flames. Man fühlt sich allein. Man fühlt sich anders als sonst im Museum, weil der Raum dann geschlossen wird. Man ist auf sich selbst sehr stark zurückgeworfen. Und nimmt den Raum sehr intensiv wahr. Präsentiert wird die überdimensionale Skulptur im Rahmen der Reihe Sculpture 21st. Diese zeigt wechselnde Positionen zur Skulptur des 21. Jahrhunderts. Geschaffen wurde der 27 Kubikmeter umfassende Kubus von der polnischen Künstlerin Monika Sosnowska. Sie ist bereits durch spektakuläre architektonische Interventionen bekannt. Es wird vermutlich nicht jeder die gesamten Implikationen wahrnehmen, die Monika Sosnowska jetzt damit verbindet, nämlich auch Anleihen an die Architektur der Moderne, an das Thema Fertighaus, an Räume, die in einer bestimmten Tradition stehen. Aber man spürt eben sehr stark den architektonischen Raum und man nimmt eben seinen eigenen Körper, auch seine eigene Gedankenwelt anders wahr. Inmitten der ikonischen Glashalle schafft sich die Skulptur ihren eigenen Raum und unterwandert damit die vom Bauhaus geprägte Architektur des Museums. Der weiße Kubus von Monika Sosnowska. Eine kleine Welt mitten im Herzen von Duisburg.